Guten Morgen, liebe Kinder. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. So cool, dass ihr da seid. Heute schauen wir noch mal eine Eigenschaft von Gott und nachher auch von uns anschauen zusammen. Und vielleicht findet ihr jetzt heraus, um was es geht. Was hast du gern? Was hast du lieb? Was zum Beispiel ist dein Lieblingsgetränk oder dein Lieblingsessen? Ich habe hier zwei Sachen mitgenommen, die ich mega gerne habe. Und das ist eben auch die Eigenschaft, Gott ist Liebe. Und bevor wir das noch genau anschauen, machen wir jetzt noch ein Spiel, gerade genau passend. Hallo Panda! Guten Morgen, ja, kannst du Hallo sagen, sie sind da. Was hast du da? Oh, Panda! Das sind ganz viel Bambus. Hast du das gern? Bist du dort schon mal gewesen, gehen fressen? ehrlich? So cool. Zeig. Er hat mega viele Fotos. Panda. Oh, da bist du einkaufen. Was hast du da eingekauft? Ah ja. ja, super. Das liebst du, gell? Ja, geh einkaufen mit dem kleinen Panda zusammen. Ah, mega cool. Und dann? Ja, das ist eine Sonne. Ja, nicht so schnell. Oh, da bist du ja, mit dem Zug vorgefahren, okay. Ah, dann, ui. Ja, okay, am See. Hier ist, schön, das ist mega cool, mega cool, mega cool. Panda, wow, ganz viel. Schöne Sachen, die du liebst, mega cool. Aber Panda, los schnell. Panda, los. Jetzt eben, der Kind sieht, wir machen noch schnell ein Spiel. Du kannst mir dann noch ein Foto zeigen. Aber jetzt machen wir zuerst ein Spiel, ist gut. Kannst du ja mithelfen, mit der Scheiße zum Raten, ist gut. Also, bis nachher. Hallo zusammen und für unser Spiel geht es ganz folgendermaßen. Wir haben euch jetzt verschiedene Bilder mit ganz vielen verschiedenen Symbolen und Sachen drauf. Und es geht darum, dass ihr all die Sachen zählt und dann sagt ihr so schnell wie möglich, wie viele von diesen Sachen drauf sind auf diesem Bild. Und der, der es erratet, der hat gewonnen. Dann würde ich sagen, gehen wir doch zum ersten Bild, ist gut. Also, als erstes haben wir, Achtung, fertig, los, ganz viele Spuren, Füßabdrücke. Wie viele sind das? Es sind ganze 20 Fußabdrücke. Und jetzt gehen wir weiter zum nächsten Bild. Da haben wir ganz kleine Panda-Bärlis. Wie viel seht ihr? Und es sind ganz genau 13 Pandas. Wir kommen schon zum nächsten. Jetzt geht es ein bisschen um Musik. Wie viele Gitarren sind hier auf diesem Bild? Und insgesamt sind da 8 Gitarren drauf. Und im Sommer ist es auch so heiß, so dass man gerne einen kühlen Drink. Und darum haben wir euch da ganz viele Drinks. Wie viel seht ihr? Es sind 10 Drinks. Prost! Und zum Schluss haben wir noch etwas, das passt zu unserem Thema. Wie viel Herz seht ihr auf diesem Bild? Und es sind 13 Herzchen. Merci vielmals für mitzumachen und wir sind gespannt, wer von euch gewonnen hat. Hey, hallo liebe Kinder. Heute haben wir wieder eine ganz spezielle Geschichte, die hier wieder in unserer Zeitung abgedruckt ist. Und zwar ist das ungefähr so von ein paar Jahren passiert. Ihr müsst euch vorstellen, es war ein wunderbarer Tag. Die frische Luft draussen hat richtig gut da und der David und der Sandro, das waren zwei Freunde, die waren draussen am Spazieren. Und der David hatte nämlich einen jungen Hund bei sich. Also einen Hund, einen Spürhund besser gesagt, der Michi. Und den wollte er nämlich ein bisschen trainieren. Weil der Michi war ein ganz junger, ein lustiger und fröhlicher Hund, aber er hat halt eben schon noch ein bisschen Erziehung gebraucht. Und darum haben sich die Jungs entschieden, auf einen guten Spaziergang zu gehen und eben den Hund mit aufs Feld zu nehmen, damit er sich ein bisschen an die Gerüche gewöhnen kann. Und der Michi, muss man vielleicht noch erwähnen, war bis dahin in seinem ganzen Leben einfach in einem eingezäunten Garten gewesen. Und dort in diesem Garten hat er einfach anfangs mit David gespielt, aber heute war er das erste Mal richtig draussen gewesen. Und dann sind sie auf dem Feld spazieren und oben innen sind lustige Vögel durchgeflogen und der Michi hat mega Freude gehabt, ist diesen Vögel nachgekumpelt und so. Und die Jungs, die haben das gar nicht so gecheckt, weil die sind miteinander ein Pläuderle gsi. Die haben es nämlich auch sehr genossen. Aber plötzlich haben sie gemerkt, ey, der Michi, der fällt ja. Und dann sind sie ihn suchen. Sie sind dann Hügel hochgeklettert, haben rumgeschaut, wo sie ihn gesehen und so. Und da plötzlich, tatsächlich, haben sie ihn gesehen, dort hinten. Hey, ihr hättet das Bild gesehen, sage ich euch. Wisst ihr, was passiert ist? Der Michi, der ist einem Stinktier begegnet. Stinktier?
Ah, hey, der Michi, der hat nämlich noch nie ein Stinktier gesehen. Und darum hat er das Stinktier recht spielerisch abgebaut und geschaut, ob man mit dem spielen kann. Aber das kleine Stinktier, ja, wie es halt so Stinktier machen, das hat dann sein Hinterteil an Michi hergehabt und hat dem ganz ungnädig den Gestank ins Gesicht gespritzt. Uiuiui, der arme Hund. Jetzt haben die zwei Jungs ein kleines Problem gehabt. Weil der Michi, der war nämlich gar nicht so glücklich darüber und der ist sofort zu den Jungs zurückgesprungen. Weil Hunde, die wollen ja mit Menschen zusammenleben. Und dann hat der Michi gemerkt, hey, das ist nicht gut, was ein Stinktier macht, ich will wieder zu meinem Herd zurück. Und dann ist er sofort zurück zu den Jungs gesäckelt. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, schaut jetzt mal da. Da lesen wir nämlich, dass der arme Hund durch den Gestank einerseits ganz orientierungslos war und andererseits wollte er natürlich wieder zum David und zum Sandro, wollen, zu seiner Familie eigentlich. Aber das Stinktier hat natürlich auch so gestunken und jetzt hat auch der Michi diesen Weg gestunken. Und darum wollte der Hund beim David sein, so nah wie möglich. Und er hat sich an ihn geschmiegt und hat sich gedreht. Aber der David hat es natürlich überhaupt nicht wollen. Weil der Geschmack, der war fast nicht zum Aushalten gewesen. Der David hat probiert, dass er den Michi so etwas auf Distanz behalten kann. Aber das hat hinten und vorne nicht funktioniert. Der Hund hat so schlimm geschmeckt. Und der David hat auch plötzlich auch genauso schlimm geschmeckt. Weil eben der Michi einfach die Nähe gesucht zu ihm. Tja. Und liebe Kind, was das mit der Liebe von Gott für einen Zusammenhang hat, das gehört ihr jetzt gerade. Kinder, wenn ich an Gottes Liebe denke, dann können wir auch das Beispiel nehmen vom Michi, vom Hund, der vorhin in die Zeitung kam, und vom Stinktier. Wir stinken alle irgendwie ein bisschen, weil wir Sachen machen, die nicht gut sind und wo Gott nicht Freude daran hat. Ihr wisst, was das bedeutet. Die Sünde, die wir alle haben, die macht uns irgendwie auch stinkig. Und trotzdem wollen wir ja irgendwie bei Gott sein und wollen nach zu Gott gehen. In unserer Zeitungsgeschichte war es ja so, dass der David gesagt hat, nein, geh fort, lieber Michi, ich habe dich zwar gerne, aber du stinkst. Bei Gott ist das anders. Das ist so cool. Gott will gleich, dass wir ganz nach bei ihm sind und er will gleich, dass wir zu ihm kommen und es spielt ihm keine Rolle, ob wir ganz fest stinken oder nur ein bisschen, weil wir Sachen machen, die nicht gut sind. Das, liebe Kinder, ist Liebe. Ich kann manchmal fast nicht verstehen, wieso Jesus uns Menschen so gerne hat, auch wenn wir einander anlügen oder einander holen oder Sachen sonst machen, die nicht gut sind, die Gott nicht gerne hat. Und ich finde es mega schön, dass Gott sagt, ich habe euch gleich gerne und ich will, dass ihr nach zu mir kommt. Und ich will euch von diesem Stinkigen befreien. Er macht es genau, weil er uns auch gerne hat. Gott ist Liebe und er liebt uns. Als Jesus auf dieser Welt gelebt hat, hat er immer wieder gezeigt, was es bedeutet, die Menschen gerne zu haben. Er war mit ganz vielen Leuten ja unterwegs und hat mit vielen Leuten zu tun gehabt, hat ihnen immer gezeigt, was es bedeutet, einander zu lieben. In der heutigen Geschichte der Bibel sehen wir das auch, dass Gott Leute gerne hatte. Ich erzähle es euch gleich. Es steht das mal auch wieder im Matthäus-Evangelium, das ist im Neuen Testament. Es war so, dass einmal an einem Tag ganz viele Familien kamen, oder Mamas und Papas, und wussten, wo Jesus ist, und wollten ihre Kinder zu ihm bringen, weil sie dachten, es tut ihren Kindern gut. Dann lernen sie, was Gottes Willen ist und was gut ist. Und dann sind die Jünger gekommen und haben gesagt, hey, Jesus hat keine Zeit. Sie wollten die Jünger fortschicken und haben gesagt, geht fort. Dass, Jesus hat jetzt gar keine Zeit, oder er hat mega viel schon müssen mit Leuten reden und so, das geht nicht. Und nachher hat Jesus etwas gesagt. Und das lese ich euch jetzt vorlesen. Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück, denn Menschen wie ihnen gehört Gottes himmlisches Reich. Und nachher hat Jesus die Kinder zu sich genommen und gesagt, er soll zu mir kommen, hat sie sicher schon auf die Schoss genommen und es steht in der Bibel, dass er sie hat gesegnet und die Hand hat auf den Kopf gehabt und ihnen so Gottes Liebe hat weitergegeben.
Liebe Kind, das bedeutet, dass Jesus euch mega gern hat. Jesus liebt dich ganz besonders. Er hat sich immer Zeit für seine Kinder genommen. Und das finde ich mega schön. Und noch etwas. Jesus ist ja gestorben für dich am Kreuz, damit deine stinkige Sünde fortgewaschen wird, dass du wieder ganz sauber bist und nicht mehr stinkst. Und all die Sachen, die uns trennen von Gott, durch das, dass Jesus gestorben ist und uns vergeben hat und uns so fest geliebt hat, kann das fortgewaschen werden. In der Bibel steht auch, dass Gott die Menschen so fest geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn hat gegeben, auf die Erde geschickt, damit wir ein ewiges Leben haben können. Gott hat ganz viel Liebe für uns alle. Und wenn wir das glauben, dann dürfen wir genau gleich unsere Mitmenschen gerne haben oder an anderen Sachen Freude haben und sie lieben. An unseren Tieren zum Beispiel. Und wir sollen Gott lieben und unsere Mitmenschen lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. In der Bibel steht ganz, ganz viel über die Liebe von Gott. Es steht zum Beispiel auch, dass Gott selber die Liebe ist und dass er gnädig ist und barmherzig ist. Die Sachen haben wir auch schon durchgenommen. Und wenn wir Kinder sind von Gott, dann sollen wir das auch so machen. Dann sollen wir mit unseren Mitmenschen auch gnädig sein. Manchmal brauchen wir auch ein bisschen viel Geduld, aber das gehört halt dazu. Und jetzt will ich euch noch eine Szene wieder zeigen von Paul und von Pia, wie das manchmal im Alltag aussehen kann. Hey Pia, schau, ich habe die Fotos übergeladen, als wir doch im Zoo waren mit der Mami. Ist das nicht einfach richtig cool? Hallo. Ja. Hey. Ja, die Giraffe. Was ist denn los mit dir? Du bist ja mega traurig. Was ist passiert? Paul, ich kann dir sonst nicht sagen, es ist mega doof gegangen. Weißt du, die Mami hat doch zum Geburtstag so eine Vase bekommen, die grosse, die schöne. Ja, ja. Dann hat sie gesagt, wir dürfen sie nicht alle. Und dann hat sie mich gleich umgenommen und sie abgenommen. Dann hat sie einfach einen Boden gekriegt, die sind voll kaputt, 100, etwa 1000 Millionen, 4000 Millionen Scherben. Okay. Und jetzt mit der Mami nicht mehr gerne, ich weiß nicht, was ich mache. Ich muss auch. Ja, also du meinst jetzt wirklich, die Mami hat jetzt nicht mehr gern wegen dem? Ja, sie hat ja gesagt, ich darf nicht. Ja, es war schon nicht gut. Sie hat natürlich nicht mit dieser Vase gespielt oder ist die Vase angelenkt. Aber weißt du was, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die Mami die jetzt nicht mehr gern hat, weil bist du nicht viel wertvoller als die Vase. Schau, es war schon nicht gut gewesen. Nein, wirklich nicht. Ich weiss es, denke, aber es hat mich so gelustet. Ja, aber vielleicht könntest du ja zu Mami gehen, vielleicht könntest du dich entschuldigen, sagen, dass dir wirklich fest leid tut. Es tut dir ja, wirklich mega leid. Und dann bin ich sicher, sie wird dir wieder vergeben. Und dann kommt es wieder gut. Meinst du, es soll jetzt gut gehen? Komm, geh doch jetzt schnell. Sie ist sicher noch drinnen, in der Küche oder so. Geh schnell schauen. Ja. Uiuiui. Oh, Pia. Hey Paul, du hast recht. Hey. Du hast recht gehabt. Ich habe Mami gesagt, es tut mir leid, es hat mir wirklich, super, wirklich leid. Und dann hat sie gesagt, es macht nichts. Wow. Ich vergebe dir, also es macht schon etwas, aber ich vergebe dir, danke, wow. Musst du Excuse sagen. Oh ja, die immer noch lieb, hat sie auch noch gesagt. Puh, oh, das ist ja schön. Mega froh. Da bist... Hey, danke, hast du gesagt, dass ich soll sagen, dass ich mehr Wert habe, als dass Mami mir lieber hat. Du ja fast denkst, es ist gefährlich. Du. Da bist du mega erleichtert jetzt. Hey, jetzt kannst du endlich wieder gut schlafen, habe ich das Gefühl. Ja. Uiuiui. Ja. Und jetzt kannst du mir noch zwei Fotos geben. Komm, ich zeige dir immer, geh doch dich schauen. Mega schön. Der Paul und Pia. Kennen ihr die Situationen? Und jetzt wünsche ich dir ganz fest, dass du immer wieder merkst, dass du Leute um dich herum hast, die dich gerne haben. So, wie Gott dich auch mega lieb hat. Und ich wünsche dir, dass deine Mitmenschen dir deine Fehler, die vielleicht manchmal stinken, vergeben. Und dass du auch zu Jesus gehen kannst und kannst sagen, Jesus, mach mich rein und tu den Gestank fort von meinen Sachen, die ich nicht gut mache. Und nachher noch etwas, gell? Ihr wisst, dass wenn Gott
lieb ist zu uns Menschen und uns liebt, dass wir das gleich auch machen sollen. Das hat Jesus ja gesagt. Und darum wünsche ich dir, dass du das in der nächsten Woche machen kannst. Immer wieder deine Mitmenschen gerne haben, mit deinen Gespändchen fair sein. Einfach so, dass sie merken, dass Gott sie gerne hat und dass sie merken, dass du sie auch gerne hast. Und was so schön ist noch, wenn wir Jesus im Herzen haben, dann müssen wir nicht Angst haben, wenn wir Fehler machen, dass Jesus uns nicht will. Nein, im Gegenteil. Er will, dass wir zu ihm kommen. Denk daran, an das Stinktier und an Michi. Wenn Jesus in unserem Herzen ist und mit uns lebt, dann können wir unsere Sachen loswerden und ganz fröhlich zu Gott haben. Wir müssen nicht Angst haben, wenn wir etwas falsch machen. Ich wünsche dir ganz eine gute Woche und dass du das erlebst. Gott ist Liebe. Hey, es war so cool, jetzt heute Morgen mit euch nochmal eine Charaktereigenschaft von Gott anzuschauen. Und ich finde im Fall diesen Vergleich so cool mit dem Stinktier und mit dem Michi. Hey, es ist doch so wunderbar, dass wir dürfen wissen, hey, auch wenn wir Fehler machen und eben manchmal ein bisschen stinken, dann dürfen wir zu Gott gehen. Das finde ich einfach hell cool, dass er ein Gott von der Liebe ist und uns und unsere Mitmenschen so liebt. Und ich will doch Gott noch Gedanken sagen für das. Jesus, ich danke dir vielmals für das, was wir morgen hören dürfen. Danke, bist du ein Gott von der Liebe und danke, ist deine Liebe für uns so unbeschreiblich gross. Und es ist so gut zu wissen, dass wir einfach ja, zu dir dürfen kommen mit den Sachen, die wir falsch machen, die bei dir dürfen abladen und danke, dass du uns vergisst. Und hilf uns so, dass wir unsere Mitmenschen dürfen lieben. Amen. Und das wünsche ich euch auch für die nächste Woche, dass ihr die Liebe von Gott empfangen dürft, aber die Liebe auch weitergeben an eure Mitmenschen. Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir unsere Mitmenschen auch gerne haben. Hey, Panda, das ist gerade super Kunst und ein perfektes Timing. Weil, schau, du bist gerade ein super Beispiel. Du hast den kleinen Panda auch so richtig gern. Und so ist es so gut, wenn wir unsere Mitmenschen gerne haben. Und auch mit ihnen gnädig sein, weil Gott ist schliesslich auch gnädig mit uns. Hey, gehen wir noch ein bisschen das schöne Wetter geniessen, Panda. Ist gut? Super. Tschüss zusammen und bis zum nächsten Mal.